Eine der Initiatorinnen des Kaffeeklatsch ist Melia Orditz. Aber heute steht die engagierte Bewohnerin des Palacium nicht hinterm Tresen. Heute ist Frauenfrühstück. Und da geht es irgendwie auch um Geld. Frisch vom Feinsten. Hast du kontrolliert? Auch dieses Geld einsammeln ist Teil der nachbarschaftlichen Aktivitäten im Palacium. Eine Art Sparverein. Und dahinter steckt eine ganz einfache Idee. Ja, das ist so Mieter gegenseitig zum Helfen. Jeden Monat kriegen zwei Frauen Geld. Dafür sammeln wir. Was wir gesammelt haben, jeden Monat kriegen andere Frauen denen kommt das Geld. Noch ein Urlaub oder Möbel, was sie nicht sparen kann. Und so kann, bekommt sie was. 200 Melek, 250 werden. Von der Bank dann checken? Wir sammeln Geld jeden Monat und haben eine Liste. Und jeden Monat kriegt derjenige, der in der Liste steht, in diesem Monat den Geld. Also wir selber können nicht so sparen, aber dann teilen wir uns das. Und deswegen ist eine gute Atmosphäre, einmal in der Monat mit den Freundinnen, mit den Nachbarn zu treffen. Finden wir gut. Aber natürlich geht es bei diesem Frühstück nicht in erster Linie ums Geld. Es geht darum, zusammenzukommen, zu reden, sich auszutauschen. Es ist auch psychisch für uns gut. Wir teilen unsere Sorgen oder unsere Freuden. Wir reden jeden Tag. Oder danach gehen wir spazieren oder einkaufen. Wir sind immer zusammen. Das für mich ist auch schön. Dann hören wir jeden Tag Probleme über Haus, über Familie. Und dass wir wenn wir lösen können, wir helfen gerne. Wenn nicht, wir suchen andere Sachen zum Probleme zu lösen. Ne? So eine Nachbarschaft, wenn jemand ein Kind auf die Welt bringt, wird Geld gesammelt. Wenn jemand eine Hochzeit hat, wird Geld eingesammelt. Das hat man nirgendwo. Unterstützt wird der Nachbarschaftstreff auch von der Eigentümergesellschaft des Palaceums. Sie stellt die Räume kostenlos zur Verfügung. Es besteht kein Zweifel. Die nachbarschaftliche Situation im Palaceum hat sich in den letzten Jahren verbessert. Und dennoch, ein paar Defizite scheint es immer noch zu geben. Hier wohnen zwar einige Deutsche, aber die wollen nichts mit uns zu tun haben. Also die leben dann lieber für sich und egal, was wir machen, ist falsch. Nicht alle Welt. Nicht alle, aber es sind von 10 sind 2 freundlich und der Rest will nichts mit uns zu tun haben. Nee. Jeder ist hier eingeladen. Es ist nicht nur, es gehört nicht uns, wir Frauen, türkische Frauen. Es gehört nicht uns. Es gehört jedem Mieter. Jeder ist hier eingeladen. Aber ich finde, das Grillfest läuft immer ganz gut ab. Ja, da sind wir gemischt. Alle kommen runter, alle grillen, alle spielen. Gemischt, sag mal. Und alle räumen auch wieder auf. Jeder ist wieder in seine eigene Ecke. Ja, jeder. Ja, aber Kontakt haben wir. Ja, so hallo, hallo. Das ist nur dieser Kontakt. Mehr nicht. Und dann ist es soweit. Einmal im Jahr verwandeln sich die Höfe des Palaciums in eine riesige Party- und Grillmeile. Wer an diesem Tag und bei diesem Wetter in seiner Wohnung bleibt und nicht den Grill anfeuert, ist selbst schuld.
Auch das Grillfest ist eine Initiative der Frauen vom Kaffeeklatsch. Es scheint, als hätten alle nur darauf gewartet, dass jemand die Initiative ergreift, um dann den Palatiumshof mit internationalem Flair zu erfüllen. Die Spielregeln für dieses Grillfest sind einfach. Jeder bringt Grillgeräte, Getränke und Grillgut selbst mit und dann kann's losgehen. Es ist gelungen, im Palatium eine aktive Nachbarschaft zu entwickeln. Das Besondere hierbei ist, dass die Initiativen von den Bewohnern und Bewohnerinnen des Palatiums selbst ausgegangen sind. Ein gutes Beispiel für bürgerliches Engagement im Schöneberger Norden. Es bleibt zu hoffen, dass auch jene Nachbarn sich an den Aktivitäten beteiligen, die heute noch eher misstrauisch sind. Denn gut funktionierende Nachbarschaft ist einfach eine Verbesserung von Lebensqualität.